Die Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen, ist wirklich nichts für schwache Nerven. Peter Freiberger aus Essen hat seine Eltern verloren, sein eigener Bruder hat sie erstochen. Über den Fall und auch über den Prozess gegen den Täter haben wir berichtet. Das Verbrechen hat das Leben von Peter Freiberger und seiner Frau Natalie komplett verändert. Ich habe als erstes meinen Vater angerufen, anschließend meine Mutter danach. Ja, habe ich schon gedacht, warum da keiner dran geht, habe ich schon Sorgen gemacht. Irgendwann rief mein Bruder an, hat mich gefragt, Peter, hast du einen Zweitschlüssel von der Wohnung? So, ja, warum? Ich habe Scheiße gebaut. Ja, was hast du denn gemacht? Ich habe Mutter und Vater umgebracht. Na, Schock, ich Welt zusammengebracht, ich wusste nicht, was ich machen wollte, ganz ehrlich. Natürlich habe ich ihn dann angeschrien und übelste Schimpfwörter reingeschrien. Ja, dann hat er aufgelegt. Dann habe ich sofort meine Frau angerufen. Habe ich gesagt, der hat auch meine Eltern umgebracht. Ja, sieh zu, dass er verschwindet. Der ist bekloppt, der ist verrückt. Ich weiß nicht, wo der jetzt hinfällt als nächstes. Ne? Völlig aufgelöst fährt Peter Freiberger nach Altenessen zur Wohnung seiner Eltern. Er will wissen, ist das Unfassbare wirklich geschehen? Ich kam hier an, bin ich natürlich auch ausgerastet, muss ich auch ehrlich zugeben. Wollte natürlich da durch, raufgehen am liebsten, auch selber ein Bild vormachen, ob das stimmt, weil ich konnte das im Kopf nicht realisieren, was passiert ist. Ja, natürlich wurde ich immer wieder zurückgedrängt von der Polizei, gesagt, ich bin der Sohn, ich will da durch. Hat mir auch nicht keiner geglaubt. Ja, irgendwann kamen dann ein paar Polizisten auf mich zu, haben mich dann verhaftet, Handschellen angelegt, ja, und dann in Gewahrsam genommen. Die Beamten bringen ihn zur Polizeiwache in der Essener Innenstadt. In einem Vernehmungsraum wird er dort streng bewacht. Schließlich kommt auch seine Frau dazu. Ich hatte ja unsere Tochter weggebracht zu Freunden, wollte dann nach Altenessen zum Tatort fahren. Und dann hatte mich schon jemand angerufen, dass er jetzt im Polizeipräsidium Essen-Mitte sitzt. Ich sollte da hinkommen. Und wir saßen da von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens. Dann hatte mein Mann gefragt, ob er was zu trinken haben könnte und hat dann in so einem Styropornapf ein bisschen Kranberger bekommen. Mein Mann stand unter Schock, die Eltern wurden gerade umgebracht vom eigenen Bruder. Wo ist das Mitgefühl? Warum wird man so behandelt? Warum bekommt man einen Hundenapf vorgehalten? Warum sie so lange bei der Polizei verbringen mussten, haben sie nicht erfahren. Wochen später, die Beerdigung ist längst vorbei, gibt die Polizei die Eigentumswohnung der Eltern frei. Irgendwann haben wir einen Schlüssel bekommen von der Polizei. Dann durften wir hier erst einmal rein. Ich habe die Wohnungstür aufgeschlossen, habe den kleinen Spalt aufgestellt und sah schon das ganze Blut an den Wänden, Handabdrücke, blutverschmierte Handabdrücke. Wie im Schlachthaus. Ganze Blut, ganze Wohnung war vollgeschmiert, ganze Bett von meinem Vater, wo der lag, war in Blut getränkt. Da sollten wir uns Tatort-Cleaner suchen, hat die Polizei uns gesagt. Die wollten dann auch teilweise bis zu 400 bis 600 Euro die Stunde haben. Konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ja, und dann haben wir hier gerödelt. Es war brüllend heiß. Wir haben auf dem Boden gesessen und mit einer Zahnbürste die Fugen geschrubbt. Das Blut aus den Fugen ist uns ins Gesicht gespritzt. Und man war einfach unter Schock und diese Hilflosigkeit. Schrecklich, schrecklich. Ich habe gehofft, dass uns mal einer hilft, der Staat oder wer auch immer. Keiner hat uns geholfen, niemand. Nur meine Frau und ihren Freunde sind keiner geholfen. Der Täter sitzt inzwischen in der Psychiatrie. Das Landgericht hat ihn dort eingewiesen. Doch Ruhe gibt es der Familie mit ihrer 5-jährigen Tochter nicht. Meine Sorge ist dann natürlich auch, wie lange bleibt Arthur weggesperrt oder wann läuft er wieder frei rum? Im Gericht wurde ganz klar gesagt, dass er weiterhin eine Gefahr für die Menschheit ist. Und er hatte angekündigt, sein Bruder wäre der Nächste. Und er kann sich gut verkaufen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass er in 8 Jahren wieder draußen ist. Unsere Tochter, die ist dann eine Jugendliche. Und ich möchte nicht, dass sie dann irgendwo nachmittags auf den Arthur trifft. Und da ist die Angst einfach so groß, dass für mich jetzt schon klar ist, sobald er rauskommt, dass wir hier wegziehen.